Hallo liebe Leute und willkommen beim Improved. Heute nur ein sehr kurzer Beitrag, ein sehr kurzes Video. Bodybuilding ohne Ausdauertraining ist Mord. Und zwar warum? Weil das Herz sich in dem Sinne nicht dafür interessiert, ob es so viel pumpen muss, weil man eben so viel Muckis hat oder weil man eben dick ist. Das heißt, ist es möglich, ein Fettsack zu sein mit unter 10% Körperfettanteil? Das Herz sagt ja. Also denkt dran, macht euer Ausdauertraining, wenn ihr A, viel einfach Bodybuilding macht oder B, einfach auch, also in meinem Falle, ich mache kein Bodybuilding, aber ich habe trotzdem relativ viel Muskelmasse, dann müsst ihr eben euer Ausdauertraining machen in den beiden Fällen. Falls ihr andere Fälle habt, gerne in die Kommentare, noch lieber ins Forum. Wie kann man Ausdauer trainieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder als abgetrennte Einheit oder als Modifikation des Trainings, was man eigentlich hat. Ein Beispiel wäre, man nehme die klassische Dreieraufteilung eines Trainings. Man hat die Hauptübung, man hat die Ergänzungsübung, man hat die Nebenübung. Hauptübungen sind alle großen Übungen, mit denen man die Kraft aufbaut. Nebenübungen sind alle Übungen, die dem zuträglich sein sollen, gewöhnlich dann auch eher Muskelaufbau und oder koordinative Schwachstellen dann eben aufzubauen. Und Ergänzungsübungen ist alles so Rumpf, Außenrotatoren und so weiter. Diesen Mittelteil, den kann man sehr leicht so gestalten, dass er eben auch mit die Ausdauer trainiert. Das heißt, ein Beispiel wäre, ich mache jetzt, sagen wir mal, einen Push-Pull-Plan. Das heißt, ich mache 5x5 Kniebeuge und 5x5 Bankdrücken. Dann mache ich meinen Ergänzungsteil und im Ergänzungsteil mache ich eben Kurzhantelbankdrücken und Kurzhantelbankdrücken und Ausfallschritt gehen. Beides mache ich im Wechsel, stelle den Timer auf 20 Minuten und mache damit ein Escalating Density Training. EDT, einer der richtig geilsten Klassiker überhaupt. Früher, noch so um die 2006er, 2007er, war es der King im Internet, im Low-Tech-Training. Heute hat man wenig davon, aber naja. Und dann eben der Ergänzungsteil. Das führt eben dazu, dass man in dem Sinne eine Art Crossfit-Training im Mittelteil macht. Und so hat man nicht alle wichtigen Anpassungen für das Herz, aber zumindest einige. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.